Herzlich willkommen in Indersdorf im Norden von München. Für uns hier ist der Traum einer weißen Weihnacht, der so viel besungen wird, Wirklichkeit geworden. Auch wenn mancher Weihnachtsstern inzwischen seinen Platz gefunden hat, wieder in der Aufbewahrungsbox, feiern wir Weihnachten, schauen zum Stern und lassen uns vom Stern zu Christus führen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst in Indersdorf. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Gott lässt sich finden und er tut alles, dass wir zu ihm kommen. Sein ewiges Wort schickt er in der Gestalt des Kindes von Bethlehem auf diese Erde. Einen Stern setzt er an den Himmel, dass die Weisen aus dem Osten das Heil der Welt finden. Uns allen ist dieses Heil der Welt geschenkt worden im Augenblick unserer Taufe. Und so erinnern wir uns an diesen gnadenhaften Beginn unserer Berufung und rufen Gott an über dem Wasser. Herr allmächtiger Gott, alles hat seinen Ursprung in dir. Segne dieses Wasser, das über uns ausgesprengt wird als Zeichen des Lebens und der Reinigung. Voll Vertrauen erbitten wir von dir die Vergebung unserer Sünden, damit wir mit reinem Herzen zu dir kommen können. Wenn Krankheit und Gefahren und die Anfechtungen des Bösen uns bedrohen, dann lass uns deinen Schutz erfahren. Gib, dass die Wasser des Lebens allezeit für uns fließen und uns Rettung bringen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Allmächtige Gott, reinige uns von Sünden und mache uns durch diese heilige Feier bereit zum Gastmahl seiner Ewigkeit. Amen.
Lasset uns beten. Allherrschender Gott, durch den Stern, dem die Weisen gefolgt sind, hast du am heutigen Tag den Heidenvölkern deinen Sohn geoffenbart. Auch wir haben dich schon im Glauben erkannt. Führe uns vom Glauben zur unverhüllten Anschauung deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Steh auf, werde Licht, Jerusalem, denn es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker. Doch über dir geht strahlend der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Nationen wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Erhebe deine Augen ringsum und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern. Deine Töchter werden auf der Hüfte sicher getragen. Da wirst du schauen und strahlen. Dein Herz wird erbeben und sich weiten. Denn die Fülle des Meeres wendet sich dir zu. Der Reichtum der Nationen kommt zu dir. Eine Menge von Kamelen bedeckt dich, Hengste aus Midian und Epha. Aus Saba kommen sie alle. Gold und Weihrauch bringen sie und verkünden die Ruhmestaten des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, Halleluja. Könige von Tarsisch und von den Inseln bringen Geschenke. Die Könige von Saba und Seba kommen mit Gaben. Alle Könige müssen dir huldigen, alle Völker dir dienen. Denn er rettet den Gebeugten, der um Hilfe schreit, den Armen und den, der keinen Helfer hat. Er erbarmt sich des Gebeugten und Schwachen, er rettet das Leben der Armen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es geschrieben bei dem Propheten: Du Bethlehem im Gebiet von Juda bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach
rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und fragte: Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind, und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern, Sterne faszinieren mich seit meiner Kindheit. Sternbilder entdecken am Himmel und die Geschichten, die dahinter stehen, kennenlernen. Der Polarstern gibt uns die Richtung an, auch wenn das Navi versagen sollte. Der Morgenstern kündet das Ende der Nacht und der Abendstern spricht vom Feierabend. Manch einer glaubt, sein eigenes Schicksal und das Schicksal der Welt im Allgemeinen aus den Sternen lesen zu können. Da bin ich eher skeptisch und vorsichtig. Aber es ist gewiss, Menschen binden, wie Leonardo da Vinci sagt, ihren Lebenskarren an Sterne, an einen Stern. Und davon spricht uns auch heute dieser Tag der Epiphanie. Der aufgehende Stern, von dem wir gehört haben im Evangelium, er wird gedeutet von den Sterndeutern im Osten. Sie deuten ihn und sie erkennen, dass der König der Welt, der Heiland der Welt geboren werden soll. Und dann lassen sie alles stehen und liegen und gehen diesem Stern nach. Binden ihr ganzes Leben an diesen Stern, obwohl das doch nur in den Sternen stand. Obwohl das alles andere als gewiss war, dass sie den lebendigen Gott wirklich auf der Erde finden sollten. Allen Zweifeln und Widerständen, allen Hindernissen zum Trotz, brechen sie auf und binden ihren Lebenskarren an diesen Stern und machen sich auf den Weg. Wir werden jetzt vielleicht sagen, das waren doch Träumer, Illusionisten. Aber wer eine mehrwöchige Reise plant, der weiß, dass da einiges an Überlegung dazu gehört und einiges an Realitätssinn. Aber sie lassen sich den Traum nicht nehmen und gehen diesem Stern nach und widerstehen so dem gesunden Menschenverstand, dem, was man so denkt, eine ganze Weile. Erst als sie nach Jerusalem kommen, in die heilige Stadt, verlieren sie ihren Stern aus den Augen. Und dann wenden sie sich den Realitäten zu. Das Königskind suchen sie im Palast des Königs. Den Retter der Welt suchen sie bei den Mächtigen und Weisen. Erst als ihnen ein Wort der Schrift zugesagt wird, sehen sie ihren Stern wieder. Und dann wandern sie ihm nach und finden, was sie suchen. Liebe Brüder und Schwestern, für mich persönlich ist dieser Tag der Epiphanie
alle Jahre so ein Tag, der mit Rot im Kalender eingetragen ist. Heute genau vor 35 Jahren habe ich mich entschlossen, meinen armseligen Lebenskarren an den Christusstern zu binden, habe meinen Beruf als Graveur an den Nagel gehängt und mich auf den unsicheren Weg eines Theologiestudiums und eines Berufes in der Kirche gemacht. Aber immer dann, wenn ich die Hoffnung verlieren wollte, wenn mir der Stern aus den Augen gekommen ist, ist mir ein Wort der Schrift begegnet, das gleichsam wieder zum Leitseil geworden ist, das meinen Lebenskarren mit dem Christusstern verbunden hat. Immer wenn ich den Mut verlieren wollte, waren da die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, die mir zugesagt haben, hab Mut, vertrau auf den Stern, bind doch deinen Karren an diesen Stern, er führt dich zum Ziel. Und Tag um Tag halte ich Brot und Wein, die Gaben des Volkes in meinen Händen und sie werden mir in der Feier, die wir jetzt miteinander begehen, zu einem wahren Himmelszeichen, indem ich wirklich und leibhaftig Christus begegne, als Ahnung des kommenden Glücks. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe es nie bereut, meinen Lebenskarren an diesen Stern gebunden zu haben. Es war nie langweilig. Gott hat eine unendliche Fantasie, was er mit einem Menschen alles anstellen kann. Und es war aber nicht immer auch einfach. Aber immer dann, wenn es schwierig wurde, leuchtete der Stern. Aber dieser Stern, das ist nicht ein exklusiver Stern. Der ist für uns alle. Das Wort der Heiligen Schrift ist Menschenwort. Wir können es verstehen. Brot und Wein in der Feier der Heiligen Eucharistie werden uns ausgeteilt. Und die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern ist immer offen für uns. Darum können wir Mut haben und so binden wir unseren Stern, so sehen wir unseren Stern und binden unseren Karren an diesen Stern und folgen ihm in der Zeit und in der Ewigkeit wie die Weisen damals. Und wir werden finden, was wir erhoffen und schauen, was wir glauben. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir binden unseren Stern, wir binden unseren Karren an den Stern und bitten Christus, zu dem er uns führt. Es gibt viel Not und Armut in unserer Welt. Weihnachten lädt uns ein, zu teilen, zu helfen und Not zu lindern. Herr, du hast die Weisen als Erste aus den Heiden zu dir gerufen. Offenbare deine Menschenfreundlichkeit den Menschen, die unter Armut, Hunger, Krankheit oder Einsamkeit leiden. Lass sie deine Nähe durch gute Menschen erfahren. Was die Sternsinger in den vergangenen Tagen für die Notleidenden gesammelt haben, bringen wir mit unseren Bitten zum Altar.
Es gibt viel Hass und Gewalt unter den Menschen. Weihnachten sagt uns, mit Gottes Liebe besiegen wir das Unrecht. Als die Weisen dich fanden, war ihre Freude übergroß. Gib, dass deine Kirche dich heute auf der ganzen Erde voll Freude preist. Hilf unserem Papst, den Bischöfen, Priestern und Diakonen, allen, denen ein Dienst in der Kirche anvertraut ist, und allen Getauften, dir Heimat und Wohnung zu bereiten. Mit den Gaben von Brot und Wein bringen wir unsere Bitten für unsere Kirche zu deinem Altar. Es gibt viel Krieg und Grausamkeit in unserer Welt. Weihnachten sagt uns, in Jesus schenkt Gott uns den wahren Frieden. Durch den Stern hast du die Weisen auf ihrem Weg geführt. Führe alle zu dir, die dich suchen, und lenke die Mächtigen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, dass für alle Menschen Friede werde. Wir bitten dich, Herr, nimm unsere Bitten an, lass unser Gebet wie Weihrauch vor dir aufsteigen und sende uns herab deine göttliche Gnade und die Gabe des Heiligen Geistes. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben deiner Kirche an. Sie bringt nicht mehr Gold, Weihrauch und Myrrhe dar, sondern er, den diese Gaben bezeichnen, wird für uns geopfert und uns zur Speise gegeben. Unser Herr Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn heute enthüllst du das Geheimnis unseres Heiles. Heute offenbarst du das Licht der Völker, deinen Sohn Jesus Christus. Er ist als sterblicher Mensch auf Erden erschienen und hat uns neu geschaffen im Glanz seines göttlichen Lebens. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit.
Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem dein eingeborener Sohn dir gleich in ewiger Herrlichkeit als wahrer Mensch leibhaft und sichtbar erschienen ist. Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Reinhard und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste.
Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft. Der Friede sei mit dir, jetzt haben wir es geschafft. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Lasset uns beten. Wir danken dir, allmächtiger Gott, für die heiligen Gaben und bitten dich, erhelle unsere Wege mit dem Licht deiner Gnade, damit wir in Glauben und Liebe erfassen, was du uns im Geheimnis der Eucharistie geschenkt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Es war schön, mit Ihnen Gottesdienst zu feiern. Wir haben uns hier in Indersdorf sehr gefreut, dass Sie heute über das ZDF bei uns zu Gast waren. Nehmen Sie das eine oder andere Wort mit aus dieser Feier, das eine oder andere Bild aus unserer Kirche und binden Sie Ihren Lebenskarren an den richtigen Stern. Gott gibt uns seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Gott, unser Vater, hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Er segne euch und stärke euch im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Amen. Und Christus, der heute der Welt erschienen ist als Licht in der Finsternis, leuchte auf in euren Herzen und mache euer Leben zum Licht für eure Brüder und Schwestern. Amen. Die Weisen sind dem Stern gefolgt und haben Christus gefunden. Gott führe auch euch auf dem Weg der irdischen Pilgerschaft zur Anschauung seiner Herrlichkeit. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Das sei